Hallo ihr Lieben, heute geht es um Vitamin B12 bzw. das Thema Vitamin B12 Mangel bei Vegetariern und Veganern und stimmt das wirklich? Ich bin Kirsten Schulitz, ich lebe auf der wunderschönen Insel Teneriffa, ich bin Naturheilkundlerin und Veganerin. Es ist ja so, das gehört ja schon zusammen. Vegetarier, Veganer haben einen Vitamin B12-Mangel. Oh mein Gott! Also viele glauben das und was machen sie? Sie supplementieren, nehmen da so ein paar Pillchen, wo Vitamin B12 drin sein soll und alles ist gut, denken sie. Ich supplementiere nicht. Vitamin B12, unser Körper braucht eine minimalistische Menge davon. So wenig. Und unser Körper kann Vitamin B12 über viele Jahre speichern. Das ist die Basis und das ist Fakt, möchte ich jetzt mal behaupten, soweit man in diesen Zeiten noch irgendwas glauben kann. Und nun sollen Vegetarier, Veganer einen Mangel bekommen? Da macht man einen Bluttest und der Bluttest sagt, voll zu wenig Vitamin B12. Dann ist ja immer die erste Frage, wer legt denn diese Werte fest? Meine nächste Frage ist, habt ihr schon jemals irgendwie irgendwo irgendwas mitbekommen, dass jemand wirklich wegen Vitamin B12, also wirklich nur deshalb, schwer krank wurde, überhaupt krank wurde. Übrigens auch Normalesser können diesen Mangel bekommen. Ich meine, theoretisch können wir alle einen Mangel von irgendwas bekommen, das ist klar. Darum ist eine umfangreiche Ernährung immer klar. Warum geht es mir denn so gut, wenn ich nicht supplementiere? Ich habe da so meine ganz persönlichen Gedanken. Was passiert denn? Wenn du diese Info hast, ich liebe ja weit verbreitete Infos und das ist übrigens, wer mich noch nicht so kennt, mein Thema, was ich liebe es, andere Sichtweisen herauszuwerfen. Ich nenne es mal so. Ich ernähre mich vegan, ich ernähre mich vegetarisch. Dann kriege ich einen Vitamin B12-Mangel. Was passiert? Angst, Angst. Angst, Angst, Angst. Und was ist so voll in? Angst machen. Weil Angst, wenn etwas krank macht, dann ist es Angst eher als der Vitamin B12. Aber so gesehen, es ist ja okay. Die Leute nehmen dann eben ihr Vitamin B12 und dann denken sie, okay, jetzt ist alles gut. Aber die Frage ist doch wirklich, ist es wirklich erforderlich? Ich meine, ich habe einen einzigen über meine Connections mal kennengelernt, der geschrieben hat, das ist so ein großer Humbug, ich mache das nicht mit, ich supplementiere nicht. Alle anderen selbst, und das finde ich so schade, die Veganer, die länger vegan sind, die richtig gut informiert sind in jeder Hinsicht, propagieren das Supplementieren von Vitamin B12. So, Vitamin B12 ist in vielen Produkten am Rande zugesetzt. Vitamin B12 ist auch in manchen natürlichen Lebensmitteln enthalten. Dieses ist ein Thema, ihr merkt es, da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt, logisch, weil es mich betrifft. Oder? Und dann liest man, ja, das ist da und da enthalten, aber das kann der Körper nicht verwerten. Der kann das gar nicht umsetzen. Weil es alles gibt. Ne? Aber, jetzt sage ich euch was. Wir wollen ja keine Angst haben. Das ist wohl doof. Das wollen wir ja nicht. Es gibt genau ein natürliches Nahrungsmittel, das Vitamin B12 enthält. Und natürliches Vitamin B12. Und der Körper kann es verwerten. Umsetzen und ich sage jetzt wieder, das sind alles die Informationen, die ich so zusammengesammelt habe. Wieder gehen wir mal davon aus, das stimmt. Und das sind Algen.
Ja? Algen enthalten Vitamin B12, Chlorella, Spirulina, so sowas gerne. Dann gibt es noch Wakame und was nicht alles. Die kann man einfach mal ab und zu essen, zum Beispiel als Pulver sich das holen, am besten Bio. Und über einen Salat streuen zum Beispiel. Ja. Oder Algen getrocknet, in Wasser kurz einweichen lassen, laut Packungsanleitung. Und dann kann man da schön zum Beispiel Sesamkörner auftun und so ein bisschen spielen, dass das lecker ist, auch zum Salat. Also da gibt es Möglichkeiten. Das mache ich durchaus ab und zu. Aber ich möchte von dieser Panik weg. Ich selber bin seit 35 Jahren Vegetarierin und seit 20 Jahren Veganerin. Und nochmal, ich supplementiere nicht. Ich habe das mal zwischendurch ein, zwei, drei Mal gemacht. Wenn ich da so einen Kumpel hatte, der mir diese Panik zugesetzt hatte. Und man lernt ja auch mit der Zeit dazu. Es ist ganz toll, älter zu werden, sage ich allen Jüngeren, auch allen Älteren, die das doof finden. Es ist so toll, älter zu werden, weil je älter du wirst, umso mehr Erfahrung hast du, umso mehr Wissen, umso mehr Kenntnisse. Und das ist toll. Also, bitteschön. Aber wirklich überlegt mal. Ich stand schon mal irgendwo schwer krank wegen Vitamin B12-Mangel und das stimmte. Stand schon mal irgendwo Todesfolge wegen Vitamin B12-Mangel. Und dann liest man natürlich, was sind denn die ganzen Beschwerden, die man kriegen hat, wenn man jetzt diesen Vitamin B12-Mangel hat. Und wie immer, so eine Liste. Also ich meine, das sind ja nun Beschwerden, die kann ich immer kriegen. Soweit ich mich erinnere, ist das Schlimmste ist, man wird gaga. Das trifft zu. Dieser Mangel, der hat bei mir zugeschlagen. Ich bin, das weiß auch jeder, schon völlig balla balla. Aber das schadet nicht. Da kann ich euch sagen, nehmt das in Kauf, das hilft in den heutigen Tagen. Ja, also Fazit, Vitamin B12-Mangel, für mich meine ganz persönliche Meinung, Angstmaschine, ohne wirklich was dahin. Meine. Hier meine Katze Fanny und hier mein Buch. Wenn ihr euch wundervoll vegan, glutenfrei, natürlich ernähren möchtet, natürlich gesund essen, viel Rohkost, aber auch, da seht ihr zum Beispiel Linsen, andere gesunde Sachen im warmen, gekochten Bereich. Ich konnte euch eine Inspiration geben, ich möchte wirklich so ein bisschen informieren, aufklären, mein Input rausgeben, gerade das, was ich selber erlebe. Das, was ich selber erlebe, da kann ich sagen, ja, das ist so. Ja, ihr könnt ja auch sagen, ich supplementiere jetzt kein Vitamin B12 mehr, jetzt bin ich voll gaga und mir geht's richtig gut. Danke euch fürs Zuhören, gern Daumen hoch, netter Kommentar oder schreib mal, wenn du selber Vegetarier, Veganer bist etc., wie du das handhabst. Probier's mal aus. Und wie gesagt, wenn man dann doch diese Angst in sich hat, das ist auch nicht gut, weg. Angst, das Letzte, was wir brauchen, allen immer das Natürlichste für sich nehmen. Die Natur bietet uns alles, was wir brauchen. Wir brauchen keine Fertigprodukte. Liebe Grüße von Teneriffa, eure Kirsten Schulz.